Blut, Vitamin B12 und Chlorophyll, das alles sind Moleküle aus der Natur mit wirklich wichtigen Funktionen. Aber sie können noch viel mehr, und zwar im Bereich Technik. Sie alle bauen auf einem bestimmten organischen Molekül auf, und genau dieses sorgt für sensationelle Erfolge, wenn man es in Elektroden von Batterien einbaut. Denn dieses Molekül steigert die Ladegeschwindigkeit von Batterien enorm. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts. Wie genau verkürzen diese Moleküle die Ladezeit der Akkus so kurz und kann dadurch die bislang so umweltschädliche Batterieherstellung nachhaltiger werden? Das alles und viel mehr jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Das ist wirklich ein Dauerthema, denn das nervt wirklich alle Smartphone-Besitzer und Besitzerinnen täglich. Immer wenn gerade ein wichtiger Anruf reinkommt oder man eine Nachricht versenden will, macht das Akku schlapp. Dazu kommt die gefühlt so unfassbar lange und lästige Ladezeit der Akkus. Deswegen berichten wir hier immer wieder mal von Forschungsteams weltweit, die mit innovativen Ideen dieses Akkuproblem endlich lösen wollen. Die weltweit verbreitetste Batterietechnologie basiert auf Lithium-Ionen-Batterien, eingesetzt in Laptops, Kameras, Handys und fast allen anderen technischen Geräten. Denn bislang gibt es einfach keinen anderen elektrischen Energiespeicher, der wieder aufladbar ist und vergleichbar gute Eigenschaften in der Anwendung hat. Aber steht auch, für die Gewinnung und Bereitstellung der benötigten Rohstoffe wie Lithium selbst, Nickel, Mangan und Kobalt als Elektrodenmaterial gehen große Umweltrisiken aus. Genau deswegen suchen Forschungsteams weltweit nach Möglichkeiten, um hochleistungsfähige Speichermaterialien zu entwickeln, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren. Diesen Plan sind jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie KIT näher gekommen. Denn sie haben entdeckt, dass das Molekül Porphyrin die Ladegeschwindigkeit von Batterien deutlich in die Höhe treibt. Im Labor wurden Speicherkapazitäten von 130 bis 170 mAh pro Gramm gemessen bei einer mittleren Spannung von 3 Volt. Die B- und Entladungsdauer lag dabei bei nur einer Minute. Wow! Das Forschungsteam ist optimistisch, die Speicherkapazität um weitere 100 mAh pro Gramm zu steigern. Zudem ist der Plan, den Speicher neben Lithium auch mit Natrium zu betreiben. Dies würde die Batterieherstellung sehr viel nachhaltiger machen, denn Natrium ist als Rohstoff deutlich häufiger verfügbar. Das organische Molekül namens Porphyrin ist im Übrigen keineswegs unbekannt. Im Gegenteil, es ist in der Natur sehr verbreitet. Dieses Molekül bildet das Grundgerüst von Chlorophyll, also dem Blattgrün. Zudem ist es auch das Gerüst des Blutfarbstoffs von Mensch und Tier, auch Hämoglobin genannt, und zudem bildet es auch die Basis von Vitamin B12. Und die Leistungssteigerung in den Laborexperimenten kann sich wirklich sehen lassen. Dazu Maximilian Fichtner, einer der beteiligten Forscher. Die Speichereigenschaften sind außergewöhnlich, weil das Material eine Speicherkapazität wie ein Batteriematerial besitzt, aber so schnell arbeitet wie ein Superkondensator. Letztere weisen zwar nur etwa 10% der Energiedichte von konventionellen Akkus auf, dabei ist ihre Leistungsdichte bis zu 100-fach größer, sodass sie sehr viel schneller be- und entladen werden können. Um diese Eigenschaft zu erreichen, versetzte das Forschungsteam aus Karlsruhe das organische Molekül Kupfer, Porphyrin mit organischen Gruppen. Diese führten dazu, dass sich das Material in der Batteriezelle strukturell und elektrisch vernetzt. Die Struktur der Elektrode wurde so extrem stabilisiert, mehrere tausend Lade- und Entladezyklen wurden so möglich gemacht. Wenn ihr immer als erstes Neues zum Thema Batterietechnologie und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Nummer hier von WhatsApp, hier ist der Link bei euch. Dann erfahrt ihr vor allen anderen von mir vom neuesten Video direkt, wenn es hochgeladen wurde, garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicks so mitmachen und mir Themen vorschlagen oder über Abstimmungen mitbestimmen, was hier bei Klicksum läuft. Einfach da draufklicken, natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, auch dafür draufklicken. Elektroautos, revolutionäres neues Batteriekonzept. Ansonsten bis dann, bleibt dran.